Auf Instagram überrascht Fiona Erdmann ihre Fans gerade mit ihrer Verwandlung. Sie hat in einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen. Dafür musste die ehemalige GNTM-Teilnehmerin natürlich fleißig trainieren. Welche Schwierigkeiten es dabei gab und was eigentlich ihr Freund Mo dazu sagt, hat sie gegenüber Promipool verraten. Hallo Fiona, deine Transformation ist ja wirklich mega. Was hat dich denn dazu motiviert? In meiner ersten Schwangerschaft habe ich relativ viel zugenommen und mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand es wichtig, die Zeit mit meinem Kind zu verbringen, anstatt wieder in den Gym zu gehen. Nach der zweiten Schwangerschaft habe ich irgendwann diesen Drang verspürt, wieder zu meinem alten Ich zurückzukommen, antwortete Fiona Erdmann. Ich war ja früher voller Muskeln und immer durchtrainiert. Wenn man irgendwann komplett anders aussieht, dann gibt es den Punkt, wo man diesen Drang verspürt, wieder zu seinem alten Ich zu kommen. Wie war das mit deinen Kids und dem Training? Mir fiel es am Anfang total schwer, meine Kinder zu Hause zu lassen und in den Gym zu gehen. Und dann auch zu akzeptieren, das ist jetzt Zeit für dich, du brauchst jetzt diese Zeit. Du musst es jetzt auch für dich mal wieder tun. Ich wollte einfach wieder fit sein. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber ich wollte gerne wieder anders aussehen, beantwortet das Model die Frage. Gab es Momente, an denen du aufgeben wolltest? Nein, gar nicht. Ich mag Sport, ich gehe gerne zum Sport. Ich fand es einfach so toll, Step by Step immer mehr Erfolge zu sehen. Deswegen habe ich ja überhaupt angefangen. Ich habe dann meine Tochter einfach in die Trage gesetzt und mit ihr Sport gemacht. Man muss einfach irgendwo anfangen, heißt es von Fiona. Welche Sportarten oder welche Übungen kannst du da empfehlen? Ich beobachte so viele Frauen auch im Gym und beim Sport mit kleinen Gewichten und einfachen Übungen. Wenn du wirklich einen großen Unterschied haben möchtest zu deinem jetzigen Körper, dann musst du mit schweren Gewichten trainieren. Dann musst du an deine absoluten Grenzen gehen. Dann kannst du nicht beim Sport nicht schwitzen. Also ich trainiere auch mit meinem eigenen Körpergewicht, das ist auch super effektiv. Aber man muss schon auch Resistance-Bands oder Gewicht nehmen. Und wenn jemand sagt, dass er nicht ins Gym gehen kann, dann füll dir Wasserflaschen voll oder nimm dein Kind als Gewicht für Squats, beschreibt sie ihre Routine. Was haben eigentlich deine Familie und deine Freunde dazu gesagt, dass du plötzlich wieder so fit geworden bist? Von meinen Freunden habe ich viele Komplimente bekommen. Das ist genau das, was einem dann auch dieses Gefühl gibt, dass es sich auch gelohnt hat. Das fühlt sich einfach gut an. Mein Mann hat mich kennengelernt, als ich total muskelbepackt war. Dann habe ich immer mehr zugenommen. Aber er hat mich immer total unterstützt. Er hat nie gesagt, jetzt lässt du dich aber ein bisschen gehen. Im Gegenteil, er meinte, das ist schön, jetzt habe ich ein bisschen mehr von dir. Aber natürlich sagt er jetzt auch, dass ich das richtig krass hingekriegt habe und stolz auf mich sein kann, antwortet Fiona. Möchtest du dein Wissen im Bereich Sport auch deinen Fans weitergeben, beispielsweise mit Programmen? Ich würde so gerne so viele Sachen machen, ich weiß nur gar nicht, wann. Wir stoßen wirklich an unsere Grenzen, mit YouTube, zwei Kinder und unserer Renovierung. Dann natürlich der Alltag und die Termine nebenbei. Ich gehe jede Nacht erst um 2 Uhr schlafen. Deswegen wünschte ich könnte etwas in der Richtung machen, gibt sie weiter. Ich würde so gerne ein Programm machen, ich würde so gerne bei YouTube auch ein bisschen mehr machen, aber ich weiß im Moment noch nicht so richtig, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ich würde mich schon freuen, wenn es da vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, auch mit einem Partner zusammenzuarbeiten, ob das Online-Plattformen sind oder ähnliches, die vielleicht mit mir ein Programm machen würden. Vielen Dank für das Gespräch.